Yo Leute, was geht ab? Willkommen zurück nach Minecraft Dragons. Ich wollte eigentlich gerade entspannt zu mir nach Hause fliegen und ich habe vergessen, dass Fifi eine Cage gebaut hat. Mit Alarm. Und jetzt haben wir ein Problem, denn wir müssen gucken, was machen wir? Das ist geclaimtes Gebiet. Ah! Warum passiert mir sowas immer? Das prinzipiell könnte man das mit dem Buggen so machen. Bloß dann muss ich halt ein richtig gutes Timing haben. Glaube ich, oder? Ich kann es nicht mal so machen. Ich kann nicht gleichzeitig platzieren, soweit ich weiß. Kann ich hier gleichzeitig platzieren. Also, es kann sein, dass wir heute nicht rauskommen, dass wir die Folge einfach hier drinnen verbringen. Ich bin ein bisschen unter der Zeitdruck eigentlich. Ja. Es muss Nacht werden. Dann müsste ich mich doch theoretisch da unten hinlegen können. Also ob es so praktisch funktioniert, ist die andere Frage. Das ist jetzt echt ein Problem. Wie machen wir das jetzt? Was müssen wir da machen können? Boah, Alter, wirklich, das ist so ätzend. Ich kannte halt die Dinger, die Falle schon. Ich habe einen Briefkasten drin, das war. Das bringt's mir nichts. Also müssen wir auf jeden Fall unsere Enderperlen suchen, falls jetzt nochmal sowas passieren sollte und immer mit bei haben. Hab ich irgendwas mit bei, was mir hier raushelfen könnte? Nicht, dass ich wüsste, ne? Das ist so mies. Ach, was hat man denn? Warum habe ich nie was dafür? In so einem Fall bin ich nie ausgerüstet. Ist das viel besser, die Quest gemacht, dass man mit Security Craft sichern muss? Moment, sondern noch mal leiser. Alles ist das ätzend. Also theoretisch, obwohl wir können ja nicht mal ein Bettleuch platzieren. Wegen dem Junk Gebiet. Theoretisch können wir hier mit einer Pille raus, aber wir haben keine Pille. Kommt man hier irgendwie wieder raus? Also sonst würde ich erstmal Fifis Bücher klauen, wenn ich ihn hinbekomme. Würde ich auch schnell unten bekommen. Naja, sieht schlecht aus. Wohl. Ui. Klauen wir jetzt den Bücher. Muss er ja nicht mitbekommen, ne? Schadensersatz. Ein paar Enchanted Books würde er nie bei mir finden, denke ich mal. Also ich weiß halt immer nicht, ob er überhaupt schon mal meinen Raum gefunden hat. Einen Enchanting Raum. Ich weiß nicht, ob ich ihn schon mal in einem Video gezeigt habe, kann sein. Das ist echt eine Frechheit. Ich dachte, der wird jetzt wahrscheinlich nicht online kommen können, um mich rauszulassen. Er ist wahrscheinlich auf Arbeit oder sowas. Ich habe heute früher frei gehabt. Das war entspannt. Ja, was machen wir hier? Also das Einzige, was wir jetzt machen können, aktiv sind Bücher klauen. Bis halt keine mehr da sind. Boah, auch schon geile Bücher. Routing 3. Holy. Lass ich mir erstmal rauf. Unbreaking auch wichtig. Kann ich hier noch was klauen? Nee. Warum passiert mir das immer? Ich habe halt nichts dabei, was mir ansatzweise helfen könnte. Das mein Finger wird mir halt auch nicht helfen, glaube ich. Oh Mann. Wie cool! Gut. Ey, Leute, hätten wir uns die vorletzte Folge nicht gemacht, wir wären dann noch drin. Ich kann meinen Zauber wieder normal machen. Oh, ist er laut. Ja, dann fliege ich jetzt so nach Hause. Oh mein Gott. Ich habe eine Sicherheitslücke im Fifis System gefunden. Dieses eine Block. Wegen der Cam. Cool. Ja, Fifi, dann, Pech gehabt, würde ich mal sagen. Keine Beute für dich. Also wirklich. Apropos, ich weiß gar nicht mal, wie es mit meiner Story aussieht. Wo das die Orga da ist. Kann ich mal nachfragen. Dann können wir eventuell heute mit der Story auch anfangen und machen noch keinen Magier T-Spire, was ich eigentlich machen wollte. Die Story ist nicht fertig. Dann machen wir mal weiter Magie. Ja, Fifis Weg hier mag ich nicht so. Der sieht hässlich aus.
Zählt auch für ihn aktuell nicht, als Quests abgeschlossen. Mein Weg auch, wenn wir weiterbauen. Ich will auch mal was zu essen zu mich nehmen. Übrigens, ja, ich zeige euch gleich, was das dann mit diesen Diamanten auf sich hat. Ich hatte auch schon ein oder andere gelesen, was da stand. Und zwar, unser lieber Kamerad Alfred wurde geklaut und entführt von Vivi. Mit Magie. Und ja, das ist nicht gut. Wir müssen uns so einen Zauber auch noch herstellen. Einfach um Fifis späteres Haustier zu entführen. Denn es geht ja nicht, dass der noch überlebt. So, ich habe jetzt einen jetzt auch mitgenommen gehabt von ihm. Also geklaut. Naja, gut, einfach abgefarmt. So, dann kommt hier das noch hin. Der Cage, der kommt. Boah. Wo wäre hier ein Cage? Obwohl mit meinem Teppich kaputt gehen. Theoretisch könnte ich das hier abbauen und dann einen Cage dann machen. Das mache ich jetzt noch, glaube ich. Obwohl. Ich will nicht meine Burg direkt kaputt machen. Ich muss unerwartet machen. Boah, ich glaube. Hier? Oder hier? Hier. Cool. Mach ich das so und mach so. Das bemerkt man ja nicht unbedingt. Dann hoffe ich, dass ich da Fifi einfange. Ein wildes Fifi. Sehr cool. So. Wir haben sowieso keine Enderperlen. Ne. Nee. Aber demnächst wird auch das End wahrscheinlich geöffnet. Wenn die neuen Nachtwieder da sind. Und zwar. Genau, die Nachtwieder sind noch nicht da. Deswegen kam auch das Video jetzt richtig verspätet, da wir eigentlich geplant hatten, am Sonntag aufzunehmen. War. Naja. Da hat vor allem ein Nachtwieder, also der Zeit hatte, die anderen zwei hatten keine Zeit. Hat verschlafen. Und jetzt haben wir aber noch jemand Neues, also sprich, wir sind jetzt vier neue Nachtzügler. Halt auch immer bitte einmal kurz droppen, und zwar, wir sind halt, wie erwähnt, Jansky, Mino, Nemo ist es, aka Nemo einfach, und Brian FNA. Ich hoffe, ich habe alles Skins hier anwenden können. Ja, das sind die Nachtzügler. Ich weiß nicht, wie aktiv sie sein werden, ich habe auch noch andere angefragt gehabt, die aber abgelehnt hatten oder nicht geantwortet hatten. Danke dafür. Aber... Naja, Brich ist, wenn ihr das Video seht, morgen die Nachtzügler, beim Nachtzügler. Und ja, diese Woche gab es auch nur ein Video, gibt es jetzt nur dieses eine Video, weil halt das mit den Nachtzügler der Scheiße war und ich dann auch arbeiten musste und bla 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 und keine Zeit hatte. Und ja, nächste Woche wird es dann wahrscheinlich einmal von Sonntag, also sprich morgen, eine Folge am Dienstag wahrscheinlich geben, wo die Nachtzügler da sind und dann wieder halt eine Samstagfolge. Die ich meistens weiter aufnehme. Weil ich jetzt zum Beispiel an dem Tag heute nicht mal zu Hause bin, wo das Video rauskommt. Ja. Aber zurück zu Magie. Wir wollen Tier 2 werden. Sprich. Ich würde gerne einen ganzen Charms machen. Das könnte cool sein. Summoning the Wandering Wizard using Ritual of Wandering Wizard. Was ist das? Das klingt interessant. Ritual of the Wandering Wizard. Ist egal welches. Ja. 3x3. Habe ich Chark mit bei? Ja, natürlich nicht. Dann machen wir das mal eben, weil das klingt echt interessant. Ich weiß gar nicht, was ich noch so alles geändert hatte in der Zeit. Wir hatten halt nicht mehr so viel gespielt. Und Fifis Dienstagstream ist ausgefallen. Ich hoffe mal, wahrscheinlich wird Sonntag Fifi wieder live sein. So wie ich dabei sein werde. Ich weiß nicht, ob ich live sein werde. Das ist eine andere Frage. Wenn, werdet ihr es morgen sehen wahrscheinlich. Aber ich denke mal eher unwahrscheinlich. Ich werde da wahrscheinlich eine Folge aufnehmen. Von Chark. Jetzt vergessen. Und dann gehen wir mal ab. Zum Ritualplatz. Hier ist mittig, ja, das sollte mittig sein. Wie war das überhaupt? Okay, hier brauche ich schon mal nicht. Brauche ich dafür Purified? Okay, bin ich schon wieder. Hier. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass es Purified Wind hier braucht, so wie die anderen. Das wäre sonst richtig ungünstig. Weil ich habe jetzt keinen Bock, dass es übersetzen oder so.
Ich zeige mich. Ah ja. Da gibt's Sinn. Ui. Hallo. Ach du Heiliger. Okay, ich muss kurz mein Ventium holen. Ventium Endgegangen. Da sind die ganzen Location-Dinger. Gut, jetzt weiß ich, woher ich die kriege. Gut, genau. Aha. Hä? Aha. Ich würde gerne was kaufen. Aha. Ah. Ich verstehe. Aha. Aha. Was denn Aha. Aha. Oh, das war süß. Aha. Oh. Das ist cool. Hm. Aha. 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 Okay, danke. Oha, wie cool animiert. Hm. Ha. Ich würde glaube ich noch mal einmal machen. Mal nur für Wampenzwecke. Aber ja, Leute, dann weg. Oh Gott. Aber dann haben wir das auch durchgeführt. Jetzt müssten wir den Punkt auch haben. Yep. Perform the Ritual of Locating. Jetzt will ich das machen. Das Ritual of Locating. Locating. Okay. 7x7. Zwei Arcane Ash. Einen Taumatlink. Und Taumatologic Kompass. Oder ein Kompass. Ja, ein normaler Kompass wäre schlauer. So, dann 7x7 ist dann. So, jetzt gucken. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. So. Dann. Tomatoric Link. Was ist das? Beinahe. Das kann man machen. Dann bringe ich eben die anderen noch in die Kiste. So. Bam, rein damit. Ich hab meine Tür wegpacken. Ich hab meine Tür gehabt, lol. Und ich brauche Arcane Ash. Die ich nicht mehr besitze. Wie mache ich Arcana? Arcana Ash. Was Arcana Compound? Mache ich das? Ventium Desert Nova Bone Ash. Zwei Bone Ash, zwei Dings und zwei Roots müssten auch gehen. Arcana Compound. Perfekt, dann packen wir das nachher in die Runenforge rein. Wir brauchen Kompass. Den machen wir uns ja, so ich weiß, ganz einfach so. Bam, 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 Kompass. Dann gehen wir wieder rüber. Packen das hier in die Runeforge. Mal den Kompass hier hinpacken. Dann soll das gleich fertig sein. Bestenfalls. Oder es dauert einfach eine Ewigkeit. Naja, machen wir mal eine Runde Timelapse. So, nachdem das jetzt fertig ist, haben wir 32. Okay, das ist nicht mal vervierfacht. Ich glaube, das vervierfacht ist schon mal. Packen wir das hier und hier hin. Haben natürlich wieder kein Purified Ventium, was wir immer wieder brauchen werden. Deswegen hole ich mir wieder eins aus unserer Kiste. Oha, was habe ich angestellt? Was habe ich angestellt, dass ich jetzt so eine harte Down Distance habe? Das ist crazy. In der Mitte muss auch noch eins hin. Oh. So. Brauche ich meinen, wahrscheinlich mal meine Mana-Beating-Stuff. So. Okay. Cool. Naja.
Wir haben die Quest. Das reicht mir. So. Dann würde ich gerne noch hier irgendwas finden. Be safe from drowning by the Reed Feather Farm. Reed Feather. Charm, nicht Farm. Ja, das habe ich alles. Solcher. Bestenfalls. So, ich fahre hier irgendwie runter. Mein Fifi ist schon fast Level 3, beziehungsweise Tier 3. Der ist wirklich am Magie grinden. So, gucken wir, ob wir uns mal wieder ein bisschen einschränken. Ja, dass Fifi und ich uns ein bisschen einschränken durch die Neulinge. Dass die auch noch einen Vorteil haben, ein bisschen aufzuholen. Passt hier gar nicht so rein. Naja. Ich brauche ein Windium. Ein Hurricane, zwei Federn, dann mache ich auf jeden Fall Inksacks, so einmal, und einen String, dann habe ich das alles schon. Den Kompass kann ich jetzt auch mal hier reinlegen, brauche ich eben da auch nicht. So, dann mache ich natürlich wieder eine Fackel drauf und packen die ganzen Dinger hier rein. So, was brauchen wir? Kreis, Dreieck, Kreis. Sprich, Kreis, Dreieck, ein Dreieck, Dreieck, Kreis und haben Magie. Dann haben wir einen Reedfeather Charm, den wir ausrüsten können. Im Charm-Slot. Der schon belegt ist. Und können jetzt mal kurz ein bisschen ertrinken. Wenn ich nicht die Fischschuhe an hätte. Wie zu OP sind eigentlich, naja. So, und ab dem Zeitpunkt, wo unsere Bürgerbasen weggehen, sollten wir wieder volle Bürgerbasen bekommen. So als kleiner Safe-Punkt kann man es sagen. Ja, war ab dem Zeitpunkt, wo wir Damage kriegen würden. So, dann kann ich meinen Tode wieder anziehen. Bevor hier irgendwie so ein Typ namens Fifi kommt und mich umbringt. Das wäre ungünstig. So, aber. Egal was. Okay. Okay, auch noch nicht gesehen. Ist erschreckt. Aber egal, was das zu tun hat. So, dann müssten wir durch alles haben, oder? Also, alle 16. Ich bestelle mal noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Uns fehlt ein einziges. Okay, dann würde ich sagen, auch noch ein Bone Feather Charm. Bone Feather Charm. Das ist auch sehr einfach. Wir haben jetzt keine Fehler mehr. Sprich, ihr wisst es. Ab zu Fifi! So, bei Fifi ist wunderbar. So ein paar Tieren sind Base angekommen. Später. Machen wir mal ein grilles Hühnchen. Ja, ich will noch eins machen. Noch eins. Ich hab gerade genug davon. So. Ich lasse es auch mit Absicht offen, damit Fifi mal hier seine Freilandhaltung ein bisschen verbessert. Ist auch so. Dieser geile Move mit den Fischschuhen, sich durchzuboosten. Ich mag's voll. Da sind wir recht schnell unterwegs mit. So. Gleich in der Base. Das Problem mit der Höhe. Das müssen wir auch nochmal irgendwann regeln. MP überlegt, dass man unten noch so einen kleinen Steg baut. Mit einer Anbindung zur Burg. Mal gucken. So. Dann die Eier sind dann weg. Weil ich auch mal Bauch gebrauchen können. Naja, egal. Sind sie schon weg. Schmeiße ich mal auf den Grill. Dann brauche ich nur zwei Federn. Brauche ebenfalls eine Knochen. Ne, ein Spinnnetz und wahrscheinlich wieder Windium und Black Dye. Perfekt. So. Ausrüstung des Jahrtausends. So, dann packe ich noch eben das auf den Grill. Und ich packe mal ein paar Karotten mit ins Impf, falls die anderen
Nahrungsmittel von mir einfach, also meine anderen goldenen Karotten, nicht mehr halten. Das wird demnächst der Fall sein. Und jetzt kommt Brat, yeah! So, natürlich sortieren, wie ihr mich kennt. Und ab nach unten in die Freiheit. Warum auch immer wirklich diese Random Assistance? Ich finde es geil, dass das angezeigt wird. So, jedenfalls packen wir jetzt alles, was wir hier haben, rein. Machen wahrscheinlich wieder Kreis, Dreieck, Kreis. So. Okay, das war Lack of Knowledge. Dreieck, Kreis, Dreieck. Oh, letzten Schlag. Und wir machen uns einen wunderschönen Bone Feather Charm. Den rüsten wir uns ebenfalls aus. Sorry, Sotom. Du bist ohne dich. Ich kann sie rechts klicken. So. Und wir machen jetzt einen auf Voll Damage. Huch. Oh, jetzt BAP. Also, man sollte vielleicht auch ein bisschen weniger HP haben, aber sonst ist fein. Ich gehe einfach mal hoch auf unsere Festung. Bam, badam, badadadadadam. Let's go. So, jetzt können wir unsere Rüstung anziehen und natürlich auch unser Totem. Und jetzt müssten wir. You've gained enough experience to advance it here. Check the Oculus to continue. Machen wir. Und. Advanced by resting at the bed and meditating on what you've learned. Machen wir tatsächlich auch gleich, denn ihr seht es, es wird. Ich bin so ein Vollidiot. Ich hab hier noch. Ne. Ja, der Server hat keine Zeit gerade drin. Der ist gerade so. Jetzt bewegt sich die und es war Tag. Ja, der Server lief noch auf Dudelle zur Glyphals wegen eigentlich Sonntag. Aber dadurch, dass keiner da war und ich doch es noch nicht mehr mitbekommen habe, dann war das doch so. Und ich glaube, der 5-Cycle war auch noch so. Jedenfalls ist jetzt wieder alles umgestellt, damit wir entspannt spielen können. Also auf Real spielen können. Ja, Augenhaar von solchen Projekten ist anstrengend, das muss man sagen. Definitiv. Huch. Gut, dann in der Zeit würde ich sagen, was ist in der Zeit? Ich würde vorschlagen, wir bauen uns eine Hängematte und schlafen den Tag über. Das war von Comfort. Hammock. Wolle, Black Strings. Strings, das wird schon schwierig. Ja, doch, das geht noch. So, 6 Strings. 2 Sticks. Und diese Rope and Nail. Ropes. Gut, dann 1, 2, 3, 4. Ich hab 4. Dann machen wir kurz ein bisschen einfach den Kopf weg. Kopf weg darüber. So. Und ich brauche da nochmal jeweils. Nein, ich brauche nochmal einen. Also. So. Dann einmal so. Und hier. Dann haben wir eine Hängematte. Dann. Gönne ich mir jetzt einfach mal irgendwo 2 Blöcke. Soll so passen. Ja, hier noch weg so. So, und dann einmal hier und hier und dann sollte das passen. Perfekt. Dann legen wir uns hier einmal hin. Advanced to Tier 2. New Advanced to Tier 2. Okay. Tagsschlafen reicht scheinbar auch. Cool. Ja, ich nochmal nachts schlafen. Ich glaube, das muss ja Tier 2 werden. Jetzt können wir mich auch wieder mit unserem Zauber weiter upgraden. Ich sehe, der Balken unten füllt sich wieder. Dauert halt bloß eine Weile, weil es halt immer mehr und mehr Mana ist, was wir haben. Brauchen können, aber dafür auch immer mehr oder länger dauert. So. Aber das machen wir auch später weiter. So, packen wir das einmal hier rein. Und zwar, wir haben Post. Fürchtest du dich vor der Dunkelheit? Das
kann ich selber nicht. So. Okay. Da wäre aber ganz frech antworten, nein. Phantommembran, aber sieht auch anders aus. Und liegt hier heute noch einer, aber naja, gut, brauchen wir jetzt auch nicht. Unbedingt. Nö. Nö, so. Ein Quill. Von jenen, die in der Finsternis thronen. Ist deine Nase Azalea in den Stein gewoben? Wo die Achse der Zeit durch Finger rinnt, führt der Pfad in die Höhle, wo das Feuer erlischt im Wind. Von jenen, der in der Finsternis thronen, ist die Nase Azalea in Stein gewoben. In der Finsternis wahrscheinlich Azalea eine Glow. Cave? Hier. Wer ist denn die mal? Weißt du, was ich meine? Bei Archimedes rennt durch Höhle, Feuerlöscht und Wind. Auf jeden Fall irgendwo, wo Feuerlöscht und sowas. Ist das Ding jetzt tot? Das ist noch eins. So, ich bin mal gespannt, was da weiter ausgeführt wird, weil ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, sorry, bin ich nicht mehr richtig drin, weil ich keine Zeit habe. Aber ich weiß, dass die Story selbst noch nicht fertig ist und wir auch noch nichts suchen können. Ne? Können Geist. Das ist schön, wer da chillt. Aber ich würde sagen, Leute, wir haben das Ziel erreicht. Wir sind Tier 2 geworden. Wir waren eingesperrt bei Fifi und sind erfolgreich ausgebrochen. Und wir sagen, haut rein und ciao. Leute!